Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosser-Rauhöldorf. Heute haben wir hier Ovalzylinder, das sind diese skandinavischen. Und da soll das so gemacht werden jetzt, dass der eine Schlüssel auf beide Zylinder schließt. Und dazu müssen wir den einen auseinanderbauen, um den auf die Gleichschließung zu bekommen. Und das werde ich jetzt mal machen. So, das schon mal ganz leicht vorbereitet gehabt. Ich habe nur die Schrauben hier schon mal ein bisschen gelöst. Das ist ja hier ein kleiner Tox. Mache ich denn hier einmal, drehe ich das hier raus. So, dann lösen wir jetzt hier auch die zweite Schraube. Dann kann man hier die Kappe runternehmen und jetzt muss ich nur eben gucken, dass der gleiche Durchmesser ist. Ja, nicht ganz. Und dann nehmen wir einen von den Schlüsseln. Stecken den da rein. Drehen den einmal so, dass die Unterseite da zu sehen ist, weil wenn ich das da rein mache, dann springt da gleich ein Stift rein und dann müsste ich den also praktisch neu bestiften. Und dann kann ich den praktisch einmal hier so durchschieben. Dann ist der drin. Hier haben wir jetzt die Stifte. 1, 2, 3, 4, 5. Würde sogar auch ein Sechsstifter gehen. Also man könnte doch sogar eine ganz tolle Schließanlage von machen. Die nehmen wir jetzt raus. Und dann nehmen wir den neuen Schlüssel. Das wäre dann also praktisch dieser hier. Und jetzt bestifte ich den eben und dann setzen wir den wieder ein und das war's dann auch schon. Das mache ich mal eben, das heißt also, ich setze jetzt mal eben neue Stifte rein und dann schieben wir den wieder zusammen. Ich habe das jetzt hier bestiftet und jetzt brauchen wir das Ganze nur noch wieder einbauen. Das heißt also, es wird wieder zurückgeschoben. Wo ich jetzt wieder darauf achten muss, ist, dass wir das so machen, dass hier dass dieses Teil hier wieder da ist, wo die Stifte laufen, also die Unterstifte, weil nicht, wenn ich jetzt dieses hier nehmen würde, also da, dann würde mir der einrasten und ich habe dann also praktisch ein Riesenproblem. So, das werde ich jetzt mal eben machen. Das muss ich mal gucken, ob er das so macht hier. Denn der ist manchmal so ein bisschen zickig. Ja, ist ein bisschen zickig. Also das muss ich doch mal eben anders machen hier. Denn ich habe also das Problem jetzt, dass das also praktisch da einrastet. Und das muss ich jetzt mal eben beheben. Gut, das mache ich gleich, aber zeige ich gleich das nochmal, wie ich das zusammenschiebe. Ich habe das jetzt hier doch eben im Schraubstock gemacht, weil das einfacher ist. Und ja, dann drehen wir den einfach um. Und wenn das jetzt richtig ist, dann sollte der gehen, ja. Oder nicht. Habe ich nämlich schon fast gedacht, weil die einen Stifte, die ich da drin habe, die waren ein klein bisschen kleiner. Das macht aber nichts, den drehen wir jetzt um, da kriegt er dann hinten drauf. Und dann macht er dementsprechend auf und dann korrigiere ich das gleiche nochmal eben und dann setzen wir den nochmal wieder zusammen. Bei der Gelegenheit kann ich auch gleich mal eben zeigen, wie man sowas wieder macht, wenn man sich verstiftet hat und das sind nur so ganz kleine Abweichungen. Nimmt man einfach einen Holzgegenstand, setzt den hier ein bisschen unter Spannung und dann haut man hier drauf und dann dreht er einmal und dann ist es wieder so, dass ich den also praktisch auseinandernehmen kann. Jetzt muss ich das gleiche nochmal machen, aber diesmal schiebe ich dieses Teil da rein, weil der passt da nicht ganz zu. Ups, ein bisschen hell hier. Der passt da nicht ganz zu. Also nehmen wir jetzt diesen hier.
schieben die nochmal wieder retour. Und dann ist es in der Tat so, der eine hier, der stimmt nicht richtig. Das heißt, die letzten beiden, das habe ich eben schon gesehen, aber das werde ich jetzt mal eben schnell beheben und dann bauen wir den wieder zusammen. Dann kann ich jetzt hier gleich mal eben zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich nehme den jetzt hier nochmal, den Kern, und fahre den hier rein. Das geht immer am besten, geht sowas immer im Schraubstock. Na. So, jetzt ist er drin. Und dann kann ich den Schlüssel nehmen. Und jetzt schließt er auch einwandfrei. Ja, als nächstes brauche ich dann nur die Platte da wieder drauf machen. Und schon ist der umgestiftet und ich habe zwei gleichschließende Ovalzylinder. Hervorragend. Gut, hier haben wir den anderen. Der sollte jetzt dazu passen. Der geht dann auch dazu. Ja, so stiftet man ihn dann um, den Zylinder. Und so sieht das dann von der anderen Seite aus, wo das Ganze denn in dem Schloss schließt. Okay, das war's von meiner Seite aus und ja, dann freue ich mich schon auf mein nächstes Projekt.